Lifty und Scoop. Die Roboter und Lea machen sich schnell auf den Weg. Los geht's! Und wer kommt da? Na, Leo ist doch klar, der kleine Lastwagen gibt Gas. Los, komm doch mit, denn das macht großen Spaß. Leo, 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 der Lastwagen. Draußen regnet es in Strömen. Und windig ist es auch. Lifty, es ist besser im Haus zu bleiben. Niemand geht bei so einem Wetter raus. Leo, wo willst du denn hin? Oh. Oh. Möchtest du spazieren fahren? Ja. Oh. Es hat aufgehört zu regnen. Jetzt können unsere Freunde wieder raus. Der Wind hat viele Blätter von den Bäumen geweht. Hallo Roboter, hallo Scoop. Hallo, hier liegen aber viele Blätter rum. Nicht nur Blätter. Komm mit, Leo, wir haben was gefunden. Ich frage mich, was die Roboter Leo zeigen wollen. Hallo Lea. Schau, was ich gefunden habe. Ein Schiff? Wir haben es zuerst entdeckt. Das spielt doch keine Rolle. Ohohoho, das ist ja ein tolles Schiff. Die Roboter wollen damit in See stechen. Hm. Das könnt ihr vergessen. Schaut, der Mast ist kaputt. Und das Ruder fehlt. Außerdem hat es Löcher. Selbst wenn wir es reparieren, damit kann man nicht mehr segeln. Hm, dann lassen wir es eben fliegen. Hä? Hä? Ja, wir können daraus eine Schaukel für den Freizeitpark machen. Das ist eine gute Idee. Die Roboter laden das Schiff auf den Abschleppwagen. Auf geht's zum Freizeitpark. Unsere Freunde bringen Farbe, Bretter und Teile, um eine Schaukel zu bauen. Wir haben alles. Wir tauschen die kaputten Bretter durch neue aus und streichen sie an. Jetzt ist die Plattform der Schaukel an der Reihe. Lilafarbene Stützen. Ein roter Querbalken. Verbindungsstücke. Anschlussstücke. Und vier blaue Stangen, an denen das Schiff befestigt wird. Das Deck muss auch gestrichen werden. Prima! Das sind Sitze mit Sicherheitsbügeln. Für die Autos und für die Roboter. Bullaugen. Verbindungsstücke, um das Schiff an den blauen Stangen zu befestigen. Eine Rampe. Und ein Hebel, um die Schaukel zu starten. Scoop, Roboter, wollt ihr die Schaukel gleich mal ausprobieren? Los geht's! Wir haben uns auch angeschnallt. Wir sollten vorher alles kontrollieren. Ja, genau. Zuerst machen wir einen Testlauf. Eins, zwei, drei, los geht's! Das Schiff schwingt vor und zurück. Die Schaukel schwingt immer höher. Oh je! Oh.
Das Schiff hat sich überdreht und die Farbe ist runtergefallen. Damit könnt ihr aber nicht schaukeln. Hä? So ein Schlamassel. Ja, das ist eure Schuld. Ah. Ihr habt die Farbe vergessen. Wir haben die Bremsbalken vergessen. Wir brauchen zwei davon. Die Schiffschaukel kann sich denn nicht mehr überdrehen. Wo gibt's sowas? Lasst uns auf dem Schrottplatz nachsehen. Hoffentlich findet ihr auf dem Schrottplatz Bremsbalken, damit ihr endlich schaukeln könnt. Der Roboter kümmert sich um die verschüttete Farbe. Prima! Hier, Freunde! Oh! Das ist, was wir brauchen. Danke, Scoop! Unsere Freunde sind wieder zum Freizeitpark gekommen. Die Bremsbalken sind an ihrem Platz. Jetzt können sie schaukeln. Na also, jetzt schaukeln wir nicht zu hoch. Ist das wirklich nicht zu hoch, Scoop? Hey! Hast du etwa Angst? Ich? Nein! Zum Glück kann sich die Schaukel nicht mehr überschlagen. Unsere Freunde haben eine tolle Schiffschaukel gebaut. Lifty und Scoop, die Roboter und Lea machen sich schnell auf den Weg. Los geht's! Und wer kommt da? Na Leo, ist doch klar, der kleine Lastwagen gibt Gas. Los, komm doch mit, denn das macht großen Spaß. Leo, 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 der Lastwagen. Die Autos und die Roboter verbringen den Tag auf der Farm. Schau mal. Scoop spielt mit den Pferden. Kommt her, ich hab Äpfel für euch. Die Roboter haben aus dem Feld eine Rennbahn gemacht. Jeder will gewinnen. Ein Sprung über die Rampe. Die Autos sind aber schnell. Sie fahren um den Heuballen. Bums, ein Unfall. Das blaue Auto ist in die Heuballen gekracht. Hey, hört auf zu lachen. Leo, Lea und Lifty spielen Ball. Oh, der Ball hat das Teleskop getroffen. Sollen wir uns heute Abend die Sterne ansehen? Das geht nicht. Ich muss früh aufstehen. Und wir müssen doch nach Hause. Und was, wenn wir die Nacht auf der Farm verbringen? Oh! Den Robotern scheint diese Idee zu gefallen. Oh, das ist eine gute Idee. Lasst uns auf der Farm ein Haus bauen. Für uns alle! Ja! Juhu! Lasst uns aber zuerst etwas essen. Ein Haus zu bauen erfordert eine gute Vorbereitung. Das sind aber viele Teile. Das wird ein großes Haus. Damit wir alle reinpassen. Die Freunde fangen an, die Teile zusammenzubauen. Die Platten sind schwer. Alle wollen, dass das Haus rechtzeitig fertig wird. Die Roboter helfen auch mit. Das ist der Eingang. Das sind die Rahmen der Garagentore.
Das neue Haus bekommt Fenster in verschiedenen Formen. Diese drei Fenster sind länglich. Das ist viereckig. Und das ist rund. Prima. Der Roboter hat nichts kaputt gemacht. Zwei Garagentore und eine Rampe. Ein Sessel. Vergesst nicht die Küche. Die Roboter gehen die Küche holen. Die Bauarbeiten gehen so lange weiter. Der rote Roboter steuert den Kran und hebt die Teile des Daches hoch. Hoch und runter. Alle Teile kommen an ihren Platz. Die Tore des Erdgeschosses. Das Dach. Balken für das Glasdach. Keine Sorge, Lea. Die Balken werden das Dach tragen. Und ein Balkon für das Teleskop. Ja, und ein Balkon für das Teleskop. Mit einem schönen grünen Geländer. Ein Balkon. Und wie kommen wir hoch? Warum lacht der Roboter denn? No! Er hebt Scoop mit dem Kranhaken hoch. Und jetzt? Wir brauchen einen Lift. Oder eine Rampe. Die Lastwagen gehen eine Rampe holen. Scoop, du musst dich ein wenig gedulden. Lea, Leo, was denkt ihr? Welche Rampe passt für euer Haus? Ja, genau. Gehen wir und retten Scoop. Lea, schau mal, die Windmühle. Hey, trödelt nicht rum. Scoop wartet doch auf euch. Er wird schon ungeduldig. Die Rampe ist an ihrem Platz. Komm runter, Scoop. Stopp! Na warte, dir werde ich's zeigen. Sei nicht sauer, Scoop. Der Roboter hat doch nur Spaß gemacht. Lifty hat das Teleskop auf den Balkon gebracht. Das Haus ist fertig. Zeit für unsere Pyjama-Party! Ihr solltet ins Bett gehen. Lifty und Scoop, die Roboter und Lea machen sich schnell auf den Weg. Los geht's! Und wer kommt da? Na Leo, ist doch klar, der kleine Lastwagen gibt Gas. Los, komm doch mit, denn das macht großen Spaß. Leo, 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 der Lastwagen. Die Roboter und Scoop spielen im Freizeitpark. Ich frage mich, wer gewinnen wird. Hab ich dich. Nimm das. Na, warte! Für jeden Maulwurf, den man trifft, gibt's einen Punkt. 100! Der Roboter hat gewonnen. Scoop mag es überhaupt nicht, wenn er verliert. Hey, weg da! Ich will nochmal spielen. Dieses Mal werde ich gewinnen. Scoop, das ist aber nicht nett. Jetzt ist der lila Roboter dran. Äh.
Rescue möchte unbedingt gewinnen, aber die Roboter wollen nicht mehr warten. Sie haben Bälle gefunden. Und bewerfen Scoop damit. Scoop war abgelenkt und hat schon wieder verloren. Nochmal. Wie es scheint, hat der Roboter keine Wahl. Hallo, Roboter. Na, guten Morgen, Leo. Warum seid ihr denn traurig? Sie wollen spielen, kommen aber nicht zum Zug. Na, zum Glück sind wir jetzt da. Wir haben nämlich ein neues Spiel mitgebracht. Hä? Oh je, ich wurde schon wieder abgelenkt. Nochmal. Leo und Lea laden die Teile für das neue Spiel ab. Die Roboter freuen sich. Aber was für ein Spiel ist das denn? Vier Beine. Ein Tisch mit zwei Toren. Aha, das ist ein neues Air-Hockey-Spiel. Auf dieser weißen Tischplatte wird mit einem Puck gespielt. Spielfeldbande. Startknopf. Oh. Lifty ist etwas eingefallen. Der Puck und die Pusher fehlen. Kannst du sie holen? Dieser gelbe Rahmen ist für die Anzeigetafel. Hinter die Tore kommen auch Banden. Der Air-Hockey-Tisch ist fertig. Hurra! Die Roboter wollen das Spiel gleich mal ausprobieren. Die Pusher und der Puck. Los geht's, Roboter! Der Puck gleitet ja gar nicht richtig. Woran liegt das? Lifty, schau nach. Lifty kriecht unter den Tisch. Oh, wir haben das Gebläse vergessen. Ohne ein Gebläse kann der Puck nicht richtig über das Spielfeld gleiten. Leo, welches dieser Dinge ist ein Gebläse? Das hier. Das Gebläse ist an seinem Platz. Jetzt können die Roboter spielen. Lifty, drücke auf den Knopf. Es funktioniert. Aus den kleinen Löchern auf dem Tisch strömt Luft und der Puck gleitet übers Spielfeld. Und zwar richtig schnell. Tor! Oh. Die Roboter spielen weiter. Der lila Roboter hat ein Tor kassiert. Es steht 1:1. Nach euch will ich mit dem roten Roboter spielen. Roboter, wollt ihr mit Scoop tauschen? Das Schlag-den-Maulwurf-Spiel ist jetzt frei. Scoop schnappt sich den Pusher. Der Roboter ist auch bereit. Drück auf den Knopf. Dieses Spiel werde ich gewinnen. Oh,
Hey, das war nicht fair. Ich war noch nicht so weit. Scoop, beim nächsten Mal hast du sicher mehr Glück. Lifty und Scoop, die Roboter und Lea machen sich schnell auf den Weg. Los geht's! Und wer kommt da? Na Leo, ist doch klar, der kleine Lastwagen gibt Gas. Los, komm doch mit, denn das macht großen Spaß. Leo, 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 der Lastwagen. Das ist die Garage von Scoop, dem Bagger. Ich frage mich, was Scoop vorhat. Leo will Scoop besuchen. Und die Roboter wollen fischen gehen. Oh. Scoop füllt Steine in ein Glas. Leo ist überrascht. Leo, oh, du hast mich erschreckt. Hallo, Scoop. Komm doch rein. Oh. Ich möchte ein Aquarium machen. Deshalb füllt Scoop also Steine und Sand in ein Glas. In diesem Glas haben die Fische aber wenig Platz. Hä? Lass uns ein großes Aquarium bauen. Ein riesiges. Ein gigantisches. Gehen wir. Das ist Leas Garage. Hallo. Guten Morgen. Wo wollen die denn hin? Die Freunde sind zum Schrottplatz gekommen. Sie suchen Glasscheiben für die Wände des Aquariums. Scoop, ich habe welche gefunden. Hä? Was ist denn, Lea? Oh, was ist denn passiert, Jungs? Habt ihr ein Fenster zerbrochen? Nein. Lea, wir wollen ein Aquarium bauen. Ich will mithelfen. Okay. Ich hol die Teile. Oh. Und weg ist sie. Und da kommt Lifty, der Gabelstapler. Er fragt sich, was hier los ist. Prima. Lifty kann uns auch helfen. Hallo zusammen. Wobei soll ich helfen? Wir wollen ein Aquarium bauen. Lea holt die Teile. Lifty macht sich auf den Weg, um Lea zu helfen. Unsere Freunde sind zu Scoops Haus gekommen. Lea lädt die Teile des Aquariums ab. Und Lifty nimmt vorsichtig die Glasscheiben aus Leos Ladekasten. Schön vorsichtig, damit sie nicht kaputt gehen. Lasst uns die Teile zusammenbauen. Zuerst bauen wir für das Aquarium einen Unterschrank. Da kommt eine gelbe Ablage rein. Das ist eine Sauerstoffpumpe. Damit Fische im Wasser atmen können, benötigen sie Sauerstoff. Zwei Türen. Vier Rädchen. Der Boden des Aquariums. Vier Eckstangen. Glasscheiben. Ein blauer Rahmen. Ein Fischfutterautomat.
eine Lampe. Sand und Steine für die Dekoration. Eine volle Gießkanne. Seht mal. Lifty hat Muscheln gebracht. Oh. Oh, wie schön. Unsere Freunde schieben den Unterschrank mit dem Aquarium in Scoops Haus. Den Fischen wird ihr neues Zuhause sicher gefallen. Wo sind die Fische denn? Schaut mal, die Roboter sind vom Angeln zurück. Könnt ihr mir bitte eure Fische geben? Die Roboter glauben, dass Lifty die Fische braten möchte. Nein. Die Fische sind fürs Aquarium. Lasst uns die Lampe einschalten. Sehr schön. Ich finde, da gehören noch mehr Muscheln rein. Wir können ja zur Muschelinsel gehen und noch mehr Muscheln sammeln. Unsere Freunde machen sich schon auf den Weg. Scoop bleibt zu Hause. Er schaut sich die Fische im Aquarium an.